Ich denke, ein sehr, sehr interessantes Spiel, brutal hohes Tempo. Ich denke, wir waren in Führung 1-0 und haben leider dann die Konterchance nicht genutzt. Salzburg hat natürlich enorm Druck gemacht und Tempo gemacht, aber ich denke, dass unsere Mannschaft richtig gut mitgespielt hat und dürfen nicht vergessen, heute wirklich mit Sobranski, Kielhönen, also wirklich die Jüngste, die wir haben im Einsatz und darum am Schluss noch der Rückstand wieder weggemacht, also Moral auch noch gesorgt und sehr gut in Overtime oder Penalty, das kann immer so oder so gehen. Schade, aber wir haben einen Punkt mitgenommen und das Spiel war, glaube ich, sehr gut für uns.